Alles fing damit an, dass wir ein Foto von der Cordillera Waiwash gesehen haben und dachten, wow, da müssen wir hin. Zur Vorbereitung auf das vielleicht nicht ganz einfache Terrain der Cordillera Waiwash hatten wir uns den Huascarán Loop herausgesucht. Als Warm-up sozusagen. Der Huascarán ist der höchste Berg Perus und liegt in der Cordillera Blanca. Nach der Busfahrt von Lima nach Huaraz und ein paar Tagen Akklimatisierung führte unsere Route einmal um den Huascarán herum. Um einen Berg herumfahren hört sich ja eigentlich ganz entspannt an. Wenn man nicht gerade in den Anden ist und gleich zweimal den Gebirgszug überqueren muss. Die erste Herausforderung war, die 8 Stunden Busfahrt zu überstehen. So, wir fahren jetzt mit dem Bus in die Berge. 4100 Meter stehen an. Wir wissen noch nicht genau, ob wir gleich zuerst von der Höhe putzen oder von der Busfahrt. Stau die Busfahrt. Wir haben auf jeden Fall die Premium-Plätze im Bus. Hinten oben. Also die Bedingungen sind gut. Gekotzt haben wir zum Glück nicht. Da Huaraz aber bereits auf über 3000 Metern Höhe liegt, haben wir ein paar Tage zur Akklimatisierung eingeplant. Ich bin keine große Freundin von Stadtbesichtigungen. Aber von Huaraz war ich vom ersten Moment an total angetan. Es ist wuselig, trubelig und unglaublich bunt. Es gibt an jeder Ecke was zu sehen. Ein bisschen Kulturschock war allerdings auch dabei. Uns war schnell klar, dass Hühner und Meerschweinchen sicherlich nicht als Haustiere verkauft werden. Die Einkäufe für unsere Bikepacking-Tour beschränkten sich dagegen auf Vegetarisches. Unter anderem auf etwas, das in Deutschland nicht so zugelassen ist. Was gibt's hier? Wir haben den Stoff. Was ist das? Coca. Coca-Blätter fallen in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz, sind aber richtig gut gegen die Höhenkrankheit. Nicht schlecht, wenn man über 4000 Metern Höhe unterwegs ist. Nach 3 Nächten in Huaraz ging es dann am 4. Tag endlich los. So, wir haben jetzt gerade ungefähr eine Stunde gepackt. So sehen die Fahrräder auch aus. Wir wundern uns, woher die ganzen Sachen auf einmal kommen. Auf dem Weg zum Huascarán Nationalpark versuchten wir irgendwie die Hauptstraße zu meiden. Dabei ging es durch einige extrem verschlafene Dörfer. Und Burro! Ich weiß nicht genau warum, aber der Tag hat irgendwie richtig Energie gezockt. So, streckt das gerade so mäßig. Zwar leicht bergab, aber voll die staubige Schotterpiste. Und natürlich Gegenwind. Ja. Also wir hatten ja die Option Straße, Asphalt mit vielen Autos oder diese Piste hier. Pest oder Cholera? Ja, so richtig der entspannte Einstieg war das nicht gerade. Aber es sollte besser gehen. Jetzt gleich geht's los in die Berge. Der Huascarán Loop steht an. Jetzt wird hochgekurbelt. Ja, erstmal nicht ganz so hoch, weil wir wollen ja auch noch schlafen können. Wir waren auf dem Weg zur Punta Olímpica, einem Tunnel in über 4700 Metern Höhe. Ein 52 Kilometer langer Anstieg. Alter Schwede! Eine Grundregel zur Akklimatisierung lautet: Schlafe nie mehr als 500 Meter höher als die Nacht zuvor. Ja, wie macht man das, wenn man in einem 52 Kilometer langen Anstieg ist? Entweder schaffst du es über den Pass und auf der anderen Seite wieder runter, was mit Gepäck aber ziemlich utopisch ist. Oder aber du fährst an dem Tag halt nur 10 Kilometer. Wir haben uns für Letzteres entschieden.
wir haben auf 3600 Meter Höhe geschlafen und wir haben ein bisschen Kopfschmerzen nur, immerhin. Ja. Und das wird sich gleich, glaube ich, ändern, wenn wir auf die Punta Olympica fahren. 4900. Ja, mal gucken. Ich hoffe, das schaffen wir. Platzt uns der Schädel, glaube ich. Jetzt stehen wir mal auf. Und machen noch ein paar Nudeln für den Weg. Ja. Weil da oben gibt's gar nichts. Und kochen wird schwierig, glaube ich, auf der Höhe. Normalerweise werden mir in der Campingküche wenig andere Aufgaben als Wasserfiltern zugeteilt. Und das hat seinen triftigen Grund. Wenn ich mal versuche, Nudeln zu kochen, ist eigentlich ja nicht so schwer, aber die sind irgendwie nichts geworden. Das Schlimme ist, wir wollen sie auch noch mitnehmen. Und es blieb nicht das einzige Missgeschick an diesem Morgen. Auch richtig schlaue Sache, seine Sachen draußen liegen zu lassen, wenn es schön friert. Viel Spaß gleich beim Anziehen. In tiefgefrorenen Fahrradklamotten und mit ordentlich Nudelpampe im Gepäck machten wir uns dann auf den Weg zum Huascarán Nationalpark. An der Rangerstation gab es sogar noch was zu essen. Kleiner Spanischkurs für alle, die vielleicht mal nach Peru kommen. Cuy heißt Meerschweinchen. Und das gibt es quasi immer. Jakob hatte gerade nicht viel Wahl. Ich habe einfach mal genickt. Und was ist das? Das ist eine Flanke mit meinem Meerschwein. Also hier. Cuy picante. Ja, sieht so aus. Aber es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und? Wie ist das Meerschwein? Schmeckt nach Haustier. Du bist echt hart. Tränen steigen schon in die Augen. Ich habe die fast vegetarische Variante. Eigentlich hätten wir nun gestärkt über den Pass fahren sollen. Doch Wetter und körperliche Verfassung waren nicht so vielversprechend. So, es geht immer weiter hoch. Wir haben uns jetzt schon wieder so einen Zeltplatz. Richtig strammer Gegenwind hier. Immer mit so 3-4% hoch. Ich hoffe, dass ich mindestens genauso beschissen aussehe, wie ich mich fühle. Alles in 3800 Metern Höhe. Aus, sagen wir, strategischen Gründen entschieden wir uns für erneut 10 Tageskilometer. In nun 4000 Metern Höhe schlugen wir dann unser Zelt auf. Was ist denn hier los? Fix und fertig. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen, sich in die Wiese zu legen und einfach nur zu entspannen. Doch irgendwas ist ja bekanntlich immer. Es wäre ein guter Moment der Entspannung, wenn die nicht so extrem neugierige Kühe wären und wir uns gerade fragen, was machen wir eigentlich heute Nacht mit dem Zelt? Wir müssen gleich mal uns irgendwas überlegen, dass wir irgendwie die Kühe abhalten können. Ich will nicht wissen, wie oft in meinem Leben ich schon über Zeltschnüre gestolpert bin, wohlwissend über deren Existenz. Wenn das Kühen auch nur ein Zehntel so oft passiert wie mir, dann ist es im Zelt echt gefährlich. Eine ziemlich schlaflose Nacht. Wir sind auf ungefähr 4000 Metern Höhe und man schläft einfach richtig, richtig schlecht, ja. Ja, und heute müssen wir heute über den Pass, das heißt einmal 4,9 hoch. Überhaupt nicht ausgeschlafen und das Wetter hat sich auch nicht so richtig gebessert. Und einer hatte einen richtigen Hangover. I
dann geht's besonders beschissen. Heute ist nicht mein Tag. Es schneit. Aber es gibt Trecker. Letzten 150 Höhenmeter. Oder 200. 200. Ich glaube, wir sind jetzt noch 3,5 Kilometer. Ich schätze mal, wir brauchen noch 1,5 Stunden. Ich glaube auch. Nein, wir haben noch 3 Stunden gebraucht. Meter! Wuhu! Überragend! Ja. Wir haben es geschafft! Es ist zwar gerade hier richtig hart am Schneien, aber über 4700 Meter und jetzt geht's runter durch den höchsten Tunnel der Welt. 30 Kilometer Abfahrt. War das kalt? Eins haben Wetter und körperliche Verfassung gemeinsam. Je tiefer du kommst, desto besser wird's. In der Regel. Als wir am nächsten Morgen in Chakas losfuhren, lachte nicht nur die Sonne vom Himmel, sondern auch Jakobs Lebensgeister waren wieder geweckt. Und Jakob, wie geht's dir heute? Viel besser. Viel besser. Ist wieder Saft in den Beinen. Ja, was soll ich sagen? Saft in Jakobs Bein ist nicht unbedingt zu meinem Vorteil. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun and it shines as it opens. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun. And it shines as it opens. Yeah, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Yeah, your bones are the earth, and they sing with the mountains. Well, your bones. Nach einer Zeltnacht in traumhafter Hanglage und entsprechend nicht allzu hoher Schlafqualität fuhren wir hinab ins Bergdorf Janama und entschieden uns, einen Pausentag einzulegen. Wir waren schnell überzeugt. Oh, wie schön ist Janama! Nicht nur, dass wir uns endlich mal wieder ordentlich satt essen konnten. Zusätzlich wurden sämtliche Sicherheitsbedenken aufgrund von freilaufenden Wildtieren sofort in Luft aufgelöst. Für die Stimmung sorgte übrigens die Müllabfuhr. Einfach ein sympathischer und wunderschöner Ort. So, wir sind beide leider so fertig, dass wir spontan entschieden haben, heute einen Pausentag zu machen. In Janama sind wir jetzt und wir haben hier eine super schöne, sehr ein bisschen rustikale, aber sehr funktionelle Unterkunft. Neben Entspannung standen auch so andere Dinge an, die mal dringend nötig waren. Dass da rauskommt, dass eine braune Suppe ist. Das will man gar nicht so genau wissen, ne? Sowas nennt sich Waschwasser. Ich weiß nicht, ob du den Dreck gerade rein- oder rauswäschst. Weißt du, wo wir unterwegs waren? Am Nachmittag standen dann Ferien auf dem Bauernhof auf dem Programm.
und ein bisschen Nachhilfe in Biologie. Por qué es un alta color? Ah, por el padre. Ah, okay. La madre es blanca. La madre. Blanca. Madre, padre. Ajá. Y el padre es marrón. Ajá. Ah, ¿eso qué es? Marrón. Ajá. Pünktlich zum nächsten Morgen hing die Suppe wieder in den Bergen. So, wir machen uns jetzt gerade fertig. Gleich geht's los über den Pass. Hoffentlich 4700 Meter hoch. Unser Gastgeber hat gesagt, man braucht 4 Stunden mit dem Auto. Und so 8 Stunden am Fahrrad. Wir hoffen mal, dass er ein sehr langsames Auto hat. So, aktuelle Höhe 3702 Meter. Das sind es also nur noch 1000. Die 1000, die schaffen wir noch, einfach easy. Sagen wir jetzt. Gleich gibt es wieder Bilder vom Verrecken. Aber jetzt haben wir erstmal hier einen schönen Mate de Coca. Und der Coca-Tee war auch notwendig. Denn vor uns standen 5 Stunden Anstieg. Wir sind jetzt gleich wieder im kritischen Bereich, an der 4500 Meter Marke. Man wird irgendwie so schlagartig müde. Und der Puls geht hoch. Noch 200 Höhenmeter. Und die werden jetzt nochmal ganz schön hart. Der Kampf gegen die Höhe. In 4000 Metern Höhe hast du Kopfschmerzen und bist schon richtig ordentlich am Japsen. Ab 4500 Metern Höhe hämmert dir einfach nur der Schädel. Hinzu kommt eine bleiernde Müdigkeit und du hast das Gefühl, als hätte dir jemand den Stecker gezogen. Da kommt sie hochgekämpft. Die krasseste Straße, die ich bisher gefahren bin. Ich bin voller Dampf. Dieses Mal habe ich ordentlich gelitten. So. Die letzten 2 Stunden waren langsamer Fortschritt, aber Fortschritt. Wir sind fast oben. Wir zählen gerade runter. Die letzten 3 Spitzkehren. Katrin fährt gerade an. Spitzkehre Nummer. Katrin war nicht mehr in der Lage, irgendwas zu antworten. Mit letzten Kräften auf den letzten Metern zum Pass freut man sich doch über aufbauende Worte. Ein weiterer. Das ist aber noch nicht die höchste Stelle. Die ist da. Und? Ab jetzt geht's bergab. Madame. Yes! Mal da über die Kuppe schauen. Mit dem Blick über die Kuppe waren alle Leiden schlagartig vergessen. Wow! Auf uns wartet die Abfahrt des Lebens. Ach, krass. Thunder comes.
So, das Abendleben findet mal wieder im Dunkeln statt. Zelt ist immerhin schon aufgebaut. Und das Schönste ist, wenn ich hier mal nachts aus dem Zelt gehe. Es hätte uns eine Warnung sein können, dass wir in besetztes Territorium vorgedrungen waren. Die Positionierung des Zeltes war aber auch mehr als ungünstig. Direkt neben meinem Kopf, da liegt gleich mein Kopf. Wer hat sich eigentlich den Zeltplatz ausgesucht? Man kann ja auch mal eine Nacht nur durch den Mund atmen. Guten Morgen. Heute ist ein ziemlich kalter Morgen. Wir zelten hier an der Laguna. Sind 3850 Meter ungefähr hoch. Und jetzt gleich machen wir eine Wanderung zur Laguna 69. Wahrscheinlich. Ich hoffe, es reißt mal ein bisschen auf. Gerade ist nämlich ein bisschen bewölkt. Aber das Wetter ändert sich ja schnell in den Bergen. Gleich erstmal Kaffee und Tee kochen und was essen. Hunger. Beim Frühstück kriegten wir dann Gesellschaft. Es gibt ja Situationen, da macht dir die Gesellschaft nichts aus. In anderen Campingsituationen dagegen willst du einfach mal deine Ruhe haben. Alles Weitere lasse ich jetzt mal unkommentiert. Du musst es auf Spanisch sagen. Die Laguna 69 gilt als eins der touristischen Highlights in der Cordillera Blanca. 4600 Meter hoch. Wir haben die 900 Höhenmeter in einem Anflug von Vernunft mal lieber zu Fuß in Angriff genommen. 3,5 Stunden, hatten Einheimische gesagt, würden wir brauchen. Ich sag mal so, sehr optimistisch. Stunden später. So, wir sind gleich 20 Kilometer gewandert. Schön auf über 4600 Meter. Und jeder normale Mensch würde sich jetzt entspannt hinsetzen, die Beine hochlegen und sich ein Bier aufmachen. Nicht so wir, weil wir müssen jetzt noch 30 Kilometer Fahrrad fahren. Weil wir heute noch nach Yungay müssen. Und das Schlimme ist, es ist jetzt gleich schon 4 Uhr und um 6 Uhr wird es dunkel. Und ein paar Höhenmeter sind auch noch dabei. Also das ist ein ganz entspanntes, völlig ungehetztes Spazierengehen, was wir hier gerade machen. Letzten Meter bis wo unsere Räder geparkt sind. Nein, ich konnte mich nicht beruhigen. Kleine Ergänzung noch. Wir haben natürlich jetzt gleich, wenn wir losfahren, wieder mal volles Met-Gegenwind. Also ganz entspannter Urlaub. Bis meine Laune derart im Keller ist, muss ich schon ordentlich ans Limit gehen. Und dabei waren wir gerade mal auf der Warm-up-Runde. Hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, was uns in der Cordillera Waiwash noch erwarten würde, hätte ich mich auf jeden Fall nicht über Gegenwind aufgeregt. Bam.
Doo-d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 oo